Noch eine weitere Beobachtung zeigt die Anfälligkeit des Menschen dafür, Geschichten, die er hört, unreflektiert zu glauben. In unserer Zeit lässt das Fernsehen bei vielen Menschen Fiktion und Wirklichkeit durcheinander geraten. Knapp 60 Jahre nach seinem Tod halten 11% aller Briten Adolf Hitler für eine Erfindung. Der italienische Faschistenführer Benito Mussolini wird von jedem Dritten als fiktiv angesehen. Dagegen sind 57% davon überzeugt, dass die Sagengestalt König Artus wirklich gelebt hat. Und mehr als 60% der befragten Briten glaubten, die Schlacht von Helm's Klamm aus dem Fantasyfilm Der Herr der Ringe habe sich tatsächlich ereignet. Was passiert da im Kopf der ach so leichtgläubigen Menschen? Die Ebene des Verstandes und der Vernunft bildet sich in der Gehirnentwicklung erst sehr spät aus und erhält nie den entscheidenden Einfluss auf das Verhalten. Die Bereitschaft der Menschen, irgendwelchen Unsinn zu glauben, ist grenzenlos. Mehr als 2 Millionen US-Bürger glauben zum Beispiel, dass sie durch ihre Tätowierung intelligenter geworden sind. Warum glaubt der Mensch so offenkundigen Unsinn? Credo quia absurdum, ich glaube, weil es widersinnig ist. Dieser Satz wird Tertullian zugeschrieben, dem Schöpfer der lateinischen Traktatliteratur, der um 200 nach Christus lebte. Gesagt hat er das nicht ganz so, sondern er formulierte die Aussage, dass Jesus Gottes Sohn am Kreuz gestorben und auferstanden sei und schrieb zur Erklärung, Prorsus credibile est quia ineptum est. Es ist gerade deshalb glaubwürdig, weil es unmöglich ist. Tertullian beschreibt einen Sachverhalt, nämlich den, dass die religiösen Lehren den Ansprüchen der Vernunft entzogen sind oder sein sollten. Er erklärt aber nichts. Wer heute auf dem Credo quia absurdum beharrt, fragt sich dabei nicht, wozu ihm Gott den Verstand gegeben hat. Oder muss man ein Dummkopf sein, um zu glauben? Warum also sehen Menschen offenkundigen Quatsch als hochsinnvoll an? Wir wissen, der Mensch sucht permanent Antwort auf die Frage, warum. Er glaubt dann, was das Gehirn ihn glauben lässt. Wolf Singer vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt meint, dass unser Bedürfnis, hinter Ereignissen immer Gründe anzunehmen und Aktionen Intentionalität zu unterstellen, zur Erfindung von Gottheiten führt. Seit wenigen Jahren können Wissenschaftler, insbesondere Neurowissenschaftler, erklären, warum der Mensch glaubt. Die Prozesse, die im Gehirn vor sich gehen, lassen sich mit Hilfe sogenannter bildgebender Verfahren zunehmend genauer verfolgen. Insbesondere versteht man heute, warum der Mensch auch zum Teil entsetzlichen Unsinn glaubt. Es ist dies die Folge der Homo sapiens lebenswichtigen Fähigkeit, Muster, Strukturen, Zusammenhänge erkennen zu können, selbst wenn die Informationen unvollständig sind. Diese Fähigkeiten haben nun wie alle menschlichen Begabungen unterschiedliche Ausprägung. Manche Menschen können tiefe Wahrheiten erkennen, andere halten offensichtlichen Quatsch für eine tiefe Wahrheit. Zu letzteren gehören auch zahlreiche Begründer von Glaubensgemeinschaften. In vino veritas, im Wein steckt Wahrheit. Dieses lateinische Sprichwort geht auf einen Satz des griechischen Schriftstellers Alkaios zurück, der um 600 vor Christus lebte. Er hatte offenkundig bereits bemerkt, dass, wenn vom Alkohol gelöst Hemmungen wegfallen, mancher Zecher sich traut, die Wahrheit zu sagen. Ein Besuch in einer Kneipe zeigt aber auch, dass die meisten Bezechten nur selbst glauben, tiefe Wahrheiten auszusprechen. Das heißt, der Glaube allein sagt, auch bei Menschen, die völlig klar im Kopf sind, noch nichts über die Wahrheit dessen aus, was geglaubt wird.
Wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen, empfahl einst Bundeskanzler Helmut Schmidt. Ob nun genial oder Schnapsidee, Vision oder Wahnvorstellung, der Ort des Geschehens ist der Kopf. Zu glauben ist ein Vorgang, über dessen Bedingtheiten die Gehirnforscher und die Psychologen heute sehr viel wissen. Sie wissen zum Beispiel, dass es anders als die katholische Kirche in ihrem Weltkatechismus von 2003 lehrt, keinen übernatürlichen Glaubenssinn gibt. Glauben ist vielmehr etwas ganz Natürliches. Man kann von Übernatürlichem nicht sinnvoll sprechen, weil bereits die Natur unermesslich ist. Wenn man aber die Grenzen dessen, was natürlich ist, nicht ausloten kann, kann man logischerweise auch keine Aussage darüber machen, was darüber hinausgeht. Weil die Aussagen darüber, was Offenbarung Gottes ist, relativ beliebig sind und, wie die Naturwissenschaftler erklären können, nahezu beliebiger Unsinn geglaubt wird, muss man sich als aufgeklärter Mensch mit den Inhalten der Glaubenslehren auseinandersetzen. Ich habe geschildert, wie wichtig die Fähigkeit ist, über die bereits die Ahnen des Menschen verfügten, sich aus unvollständigen Informationen ein Bild zu machen. Muster jeder Art zu erkennen, ist eine Grundfähigkeit des Gehirns. Das Kleinkind versucht bereits, in den Lautmustern seiner Umwelt einen Sinn zu finden. Wenn es anders wäre, könnte das Kind niemals eine Sprache erlernen. Dahinter steckt also einerseits die angeborene Suche nach dem Sinn, und diesen Sinn, nämlich den Sinn der Worte, lernt das kleine Kind dann sehr rasch zu begreifen. Das setzt aber auch voraus, dass es die Fähigkeit hat, Muster zu identifizieren, zu bemerken, dass Mama etwas anderes ist als das spielerisch wiederholte Mama, Mama, Ma oder La, 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 La. Der Schweizer Wissenschaftler Peter Broger meint, aus der überdurchschnittlichen Ausprägung des Mustersehens sei der Glaube auch an den Unsinn quasi als Nebeneffekt entstanden. Glaube an Unsinn ist der Preis, den wir für die Kreativität bezahlen müssen. Das heißt, die Lust zu fabulieren oder ein dogmatisches Weltgebäude zu zimmern, sind beides Ausflüsse der Beschaffenheit unseres Gehirns. Es erlaubt uns freilich auch, mit Hilfe unserer Großhirnrinde zu erkennen, das ist Quatsch. Doch muss man dies sogleich relativieren, denn das bewusste Ich ist eben nicht der Herr im Haus. Unbewusste Kräfte sind ungleich mächtiger. Im Witz lässt sich das so ausdrücken. Spaßvögel der besonderen Art haben dem Pfarrer einen Streich gespielt und seine eigene Todesanzeige aufgegeben. Der Pfarrer ist natürlich entsetzt und ruft seinen Bischof an. Haben Sie meine Todesanzeige gelesen? Natürlich, mein Bester, habe ich Ihre Todesanzeige gelesen. Nach einer Pause fragt der Bischof mit ungewöhnt leiser Stimme: Sagen Sie bitte, von wo aus rufen Sie mich an? Es gibt allerdings auch die Variante, dass der Ungläubige sich spontan ein Bild macht, zum Beispiel vom Glauben einer Nonne. Eben eine Nonne fährt nachts mit dem Auto durch einen einsamen Wald, plötzlich geht ihr das Benzin aus. Zu Fuß wandert sie zur nächsten Tankstelle, vergisst aber in der Aufregung, einen Benzinkanister mitzunehmen. Auch der Tankstellenwart hat keinen solchen Kanister. Er findet in seinen Räumen nur einen alten Pisspott. Den füllt er der Nonne mit Benzin. Sie geht damit fröhlich zurück zu ihrem Auto und beginnt, das Benzin in den Tank einzufüllen. In diesem Augenblick kommt ein Auto vorbei. Der Fahrer hält an, kurbelt das Fenster herunter und sagt: Ihren Glauben, Schwester, möchte ich haben. Der Mensch hat seine Geschichte des Lebens vom Einzeller bis zum Auftreten des sprechfähigen Homo sapiens und damit dem Beginn der Kultur trotz vielerlei Katastrophen überstanden. Andernfalls hätte seine Vorfahren irgendwann das Schicksal der Saurier ereilt.
Im Gegensatz zu diesen waren unsere Urahnen fähig, sich an die sich ändernde Welt anzupassen und konnten so überleben. Die Welt verstehen zu können, war dafür keine Voraussetzung. Das heißt, es bot evolutionär keinen Vorteil. Es war aber für die kulturelle Entwicklung des Homo sapiens offenkundig nützlich, gewisse Zusammenhänge zu begreifen. So konnten sich die Wissenschaften entwickeln und damit die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen dem, was man weiß und dem, was man glaubt, vielleicht auch dem, was man zu wissen glaubt.